Eieieiei. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer neuen Woche hier mit mir auf der Hexenwacht. Und wie ihr schon seht, ich habe die Türme alle vier fertig gebaut, aber so richtig könnt ihr das gar nicht sehen, weil es ist ein Sauwetter und schneit mir hier die Bude zu. Und zum Glück sind das hier alles Halbstufen und darauf bleibt der Schnee nicht so gut liegen. Aber nichtsdestotrotz, es ist schwierig zu sehen alles hier. Ich werde trotzdem versuchen, euch zu zeigen, was ich jetzt gemacht habe. Die, sozusagen die Kompassnadeln sind jetzt letzten Endes aus Netherziegeln entstanden. Rückseite, Vorderseite. Das sieht von unten jetzt gar nicht so spektakulär gut aus, aber irgendwie auf der Karte hat man dann zumindest so eine Ahnung von der Spitze. Wenn euch da noch ein besserer Trick einfällt, wie gesagt, gerne her damit, dann werde ich das nochmal umsetzen. Aber jetzt wollen wir die Wände des Gebäudes hochziehen. Und da fange ich mal an mit Bruchstein, denn als erstes müssen wir hier natürlich so eine Art Fundament drumherum legen. Und das machen wir einfach mit ganz banalem Bruchstein, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wie sich das Gebäude so entwickelt. Denn wir müssen hier auch Forschungsinstitute, Lehrsäle, wie auch immer, für alle möglichen Gegenden dieser Welt, also der ganzen Mojangschen Minecraft-Welt und nicht nur des Drei-Elben-Landes unterbringen. So ist zumindest der Plan. Insofern mal gucken, wie hoch das Ganze wird. Der Empfangssaal wird so eine Art Begegnungsstätte werden. Na, da legen wir halt auch als erstes los. Und zwar erstmal mit weißem, gebranntem Ton. Für den guten Ton sozusagen. Also hier Rüstung ist nicht mehr viel da. Helm ist mir auch schon abgefetzt. Da hatte ich meine Begegnungen. Erstmal machen wir hier so Standardecken hin. Und hier machen wir das so. Ihr wisst schon, was da so in etwa dann kommt, ne? Wie spät ist denn das eigentlich? Boah. Mitten am Tage wird die Folge gestartet. Habe keine Macht über die Zeit, deswegen kann ich die Folgen auch nicht immer morgens beginnen, sondern eben dann, wenn ich hierher komme. So. Ich weiß jetzt schon, dass wir viele Bücher brauchen, wenn ich überlege gerade, ob ich mal Papier ernten soll. Aber wie wäre es, wenn ich mal eins nach dem anderen mache? Das wäre ja auch mal was. So, dann müssen wir wieder hier. Dann ist die Frage, ob das jetzt schon ein Stockwerk wäre von der Höhe her oder ob wir das höher machen. Ich glaube, das muss man hier schon am Anfang noch mal ein bisschen höher machen. Nur noch einen Satz. Das wäre dann hier auf 115. Mal gucken, ob ich da drüben noch drauf komme. Uah, so natürlich nicht, wenn ich runterfalle. Mistikack, um es mit dem Ufermann zu sagen. So, das wäre 115. Ich wäre froh, wenn es bald mal Nacht würde, dass sich das Wetter wieder ändert. Aber irgendwie passt es gerade zu dem Tag, wo ich hier aufnehme, schneit es nämlich gerade auf wie Sau. Da überlege ich noch, ob ich da noch was drauf sitze. So, achso, hier muss ich noch komplett die Ecke machen. Da habe ich noch gar nichts hingesetzt. Ich bin ja einer. Ich bin ja ein fauler Einer. So. 116? Nee, 115. Stimmt alles. Alles gut. Das ist der Mittelstein. Übrigens, man kann in jedem Turm, wenn man reinkommt, auch an irgendeiner Seite ist dann immer eine Leiter. Kann man drin hochsteigen. Und hat dann zumindest so auf den beiden Seiten, die nicht die Himmelsrichtung darstellen, einen Ausblick. Ausguck, wie auch immer. Am liebsten würde ich mir mein Bett jetzt nehmen. Und das hier drauf stellen, aber das geht ja gar nicht, ne? Weil hier ist ja. Ich meine, da ist Lava drunter, deswegen, aber auf Glas halten die Boote leider. Die Betten leider nicht. Ich könnte es mir hier in einen dieser Türme reinstellen. Dann ist es nämlich nicht so kalt. Nicht ganz so kalt. Vielleicht ein bisschen mini-müchen weniger kalt. So, und schon wieder wach.
Jetzt hänge ich hier. Falsche Seite. Da geht's jetzt nicht mehr durch. Blöde Idee. Okay. Achso, hier muss ich auch noch. Weiß ist eine typische Drei-Elben-Land-Farbe. Das könnte man überlegen. Warte mal. Machen wir das mal hier. Was denn hier in der Mitte noch rausgehe? So auf die 115 hochgehe. Ja. Sieht doch lustig aus, wenn wir den Rest dann mit anderem Ton färben. Halt. Total bescheuert. Den Fundamentring hatte ich doch eigentlich, wollte ich den noch gar nicht mit Bruchstein machen, sondern mit denen hier. Und zwar auch aus gutem Grund. Pass mal auf, das ändere ich nochmal. Dann kann ich mir immer noch offen halten, hier vielleicht einen Keller zu installieren. Und das ist mit diesem Stein einfach so mit Stufen und Kellerfenstern einfach schöner. Das geht hier wirklich nur ums Le Chic. C'est très chic. Sordan. Oh la la. Huch. Ja, mit einer Spitzhacke kann man auch Schnee schippen. Das werde ich gleich mal in real life draußen ausprobieren. Ich nehme mir eine Spitzhacke aus dem Schuppen und werde damit mal in Schnee schippen. Oder so. Oder vielleicht auch nicht. So. Ein schönerer Ring soweit. Uah. Entschuldigung. Und da muss ich noch einmal, siehste, jetzt, dann haben wir es gleich, gleich. Gleich haben wir es gleich. So. Den und den und den und den und den und den und den. So. Wunderbar. Gut, jetzt müsste ich mal, ich will mal ein Experiment machen. Unter uns müsste ja direkt die... Na wohl, es könnte gehen. Unter uns ist gar nicht direkt die volle Schweinsstrecke. Ich nagel mich hier mal. Doch, da ist doch die volle Schweinsstrecke. Also wenn wir einen Keller machen, dann ist der maximal bis hier. Obwohl direkt darunter ist er dann vielleicht nicht mehr. Weil wenn ich jetzt hier mal so... Spaßeshalber wegnehmen. Seht ihr, wir sind genau über der Strecke. Aber man könnte das durchaus überlegen, hier einen Keller zu installieren. Er wäre immer noch... Ja, das wäre die... Das wäre so die Höhe. Vielleicht so für Quartiere oder sowas, wäre das eine mögliche Maßnahme. Das ist auf jeden Fall, Kellerhöhe wäre 104. Alles klar. Das ist, kann man sich überlegen, das ist eine Möglichkeit. So, dann nehme ich mal den Mittelblock hier raus. Gut, Wände. Wände sprechen Bände, sagt man.
Nein, sagt man eigentlich nirgendwo. Ich glaube, das habe ich mir gerade. Ich glaube, das habe ich mir gerade komplett ausgedacht. Was ist eine Farbe, die unsere Welt komplett symbolisiert? Grün und Blau sind natürlich Farben der Natur. Braun wäre Farbe der Erde. Aber ein braunes Haus sieht nicht schön aus. Jedenfalls nicht ein solches Haus. Komm her, Katze. Wir gehen mal runter und holen mal Farbe und gucken mal, was wir hieraus machen. Komm mit. Eigentlich bist du mein Stubentiger, oder? Ich nenne dich Dizzy. Hallo, Mühkühe. Gebt euch keine Mühe. Hier bleibst du sitzen. So, Farbstoffe. Ich habe kein Blau mehr. Ich habe eine Menge Hellgrün und auch Kaktusgrün, aber auch nicht so berauschend viel. Habe ich denn noch Kaktis? 18 Stück, das ist auch nicht besonders solle. Niederziegel. Brauchte ich zum Glück keine mehr. Ich kann also erstmal wieder... Mal wieder hier rein, aber kommen noch Nethersteine auch. Ich gehe mal noch Kaktis ernten und, naja, wir haben ja noch hier Lapis Lazuli in der Kiste, doch, ja, okay. Also blauer Farbstoff ist schon reichlich da, das ist nicht das Thema. Nehme ich mal ein bisschen mehr mit. Und wir gehen mal eine Kakti-Ernte machen. So ein Begrüßungsreigen hier. Hallo Leute. Ich finde das total gut, dass hier einer von euch im Kartenladen hier für die Rennstrecke arbeitet. Der Rennbetrieb ist zwar noch nicht, aber. Und hier unten haben sie auch viel mehr angesiedelt. Das wird hier so ein durchgängiges, lebendiges Gebiet. Das ist total gut. Alle beim Säufer in der Bude. Ich muss aber hier hin. Zur Becks Brauerei. Bestes Zwergenbräu von Becks. Sohn des... Becks Sohn des Krombachers. Aua, aua, aua. Na, ich will die ja nicht komplett abreißen hier. Die sollen ja weiter wachsen. Die gehen kaputt, wenn die da drauf fallen, ne? So war das, ja. Also man muss die eigentlich so fällen, damit die nicht da drauf fallen. So rum war das, genau. So, und jetzt kann ich... Teil wieder hier anpflanzen. So. Dann habe ich immerhin 25. Ist nicht dolle, aber der Baba als solches freut sich. Dann braucht er noch Zuckerraum mit, weil wir bestimmt viel Bücher und sowas herstellen. Jetzt habe ich mal eine interessante Frage. Ja. Weil da direkt Wasser ist, geht das auch. Super. Da habe ich mir meine Frage selber beantwortet. Aber hier in der Ecke nicht. Das geht nicht. So. Ich glaube, es wird dunkel. Ich hier gleich mal... Ach, das schaffe ich noch zurück. Und hier. Wollibärts. Ihr Wollibärts. Bärze. Ja, geht bald mal rein, ne? Wird dunkel. Ist da. Was ich hier so ein bisschen ausgebaut habe, ist doch deutlich mehr Leben auf Hexenwachten. Das finde ich auch gut. Oh, eine verliebte Köchin. Mit einer Priesterin. Aber hey, wir sind hier total open-minded. Das definitiv. So, machen wir mal ein bisschen mehr davon. Ich guck mal, habe ich hier noch Zuckerrohr? Nö.
habe hier nicht so eine riesen Zuckerrohrplantage, wie die in Hexenwacht, in den Hundsgrab ist. Warum eigentlich nicht? Ich habe hier oben noch welches. So. Okay, hier, das kann alles brutzeln. Die Farbe nehme ich mir schon mal mit. Und wir gehen rauf. Dann knall ich mich oben noch ins Bett. Und ihr wisst ja was? Es ist nämlich schon dunkel. Ich gehe hier in der Blutgrube. Im Separé Nummer 2. Gute Nacht. Ich kann es mir nämlich leisten. Haha. Doch, ich bin doch allein. Ich dachte gerade schon wieder, ich bin nicht mehr ganz alleine. Das sagt man ja, wenn einer besoffen ist, insofern. Könnte das bei mir zutreffen? Ich glaube, unten in der Blutgrube ist auch tatsächlich was los. Ja, dort ist ein Skelett. Ich sehe dich, du Schurke. Oh, und der schießt hier tatsächlich rauf. Ich werde bekloppt. Na, warte. Nein, ich habe keine Zeit, mich zu balgen. Ich muss arbeiten. Schade eigentlich. Ich balge mich doch so gerne. Na, Leute. Ja, ich weiß, es ist gemein. Schweine vermehren, Schweine vermehren. Immer wenn ich hier vorbeigehe, Schweine vermehren. Das ist so ein kleiner... Und wie ihr seht, bin ich hier schon mal wieder vorbeigegangen. Ich muss mehr Karotten besorgen. Komm her. So, ja, jeder ist dran. Jeder kriegt was ab. Kommt her. Auch du, mein, eine Sau, Brutus. Und auch du, du alleinige, einsame Schweinesau hier. Komm her. Noch jemand? Ich glaube, das war's. Ja, wird doch immer mehr hier. Das ist schon ein kleiner Schweinehimmel hier. Hihi. Also machen wir mal einen Stapel Grüne. Weil das ist natürlich immer so ein rotzig Grün. Aber das Hellgrüne, das sieht mir auch zu hell aus. Vielleicht bleiben wir dann doch bei Blau und Rot und sowas, aber dann ist es ja wieder sehr Hexenwacht-like. Was mache ich da? Das war jetzt ja umständlich. So. Farben tue ich mal hier rein. Und die überschüssigen Blöcke, also die für den Moment überschüssigen Blöcke auch erstmal. Und das Schild. Und das ist meine Taschenwerkbank, damit ich, wenn ich irgendwo draufklettere, nicht immer eine neue brauche. So, das Meer umschließt die Welt. Deswegen machen wir auf jeden Fall unten einen Ring aus blauen Steinen. So viel ist schon mal sicher. Und ich würde sagen, auch oben. Man kann in die Mitte ja sonst was Grünes rein. Aber mal gucken, wie es dann aussieht. Ja, blaue Steine, das sind die teuren. Aber das ist mir die Begegnung der Völker, die Zusammenkunft der Völker auch wirklich wert. So. Daneben. Aha. Bin ich so klein geworden? Nee. Ich muss nur halt sehr präzise arbeiten. Das ist ja mal was ganz Neues für mich. Vielleicht sollte diese ganze Etage dann mit blau sein. Und dann hellblau noch für den Himmel oben drüber oder sowas. Thank you.
Frage, ob dann da Fenster drin unterkommen oder nicht. Das muss ich nochmal schauen. Jetzt. Schon mal den Grundstock für die erste große Halle hier. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit ein bisschen weit weg vom Mikro gesessen, kann das sein? Das tut mir dann sehr leid. Oh, und ich sehe gerade, die Folge ist auch um. Gut, ich schließe den Ring hier noch schnell ab. Das heißt, ich verbrauche noch das letzte halbe Dutzend Steine. So, und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Liebe Freunde, macht es gut. Viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und wir sehen uns. Bis Mittwoch. Tschüss.